Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Ich möchte mich zu 5 Punkten äußern, zur Situation in Ägypten und die Position, die die Linke dazu einnimmt. Zweitens zur bevorstehenden Demonstration gegen die Nazi-Demonstration am 19. Februar in Dresden. Drittens zu der aktuellen Diskussion um die Frauenquote in der Wirtschaft. Viertens zum Stand der Hartz-IV-Verhandlungen und fünftens summarisch einige Punkte zur Parteivorstandssitzung. Wir haben ja am vergangenen Wochenende eine unserer turnusmäßigen Sitzungen des Parteivorstandes durchgeführt. Zum ersten Thema. Auch auf der Sitzung des Parteivorstandes hat die Linke ihre Sorge um die hochexplosive Situation in Ägypten zum Ausdruck gebracht. Wir unterstützen die Demokratiebewegung. Und wir haben auch die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland insbesondere aufgefordert, ihre Doppelmoral gegenüber den arabischen Staaten aufzugeben. Problematisch ist ja, dass seit vielen Jahren die Bundesrepublik, aber auch andere Länder diese Regime in den arabischen Staaten auf vielfältige Weise unterstützen. Ich darf Ihnen nur ein Beispiel geben. Die Bundesregierung genehmigte allein im Jahr 2009 Waffenexporte im Wert von 77,5 Millionen an Mubarak. Oder ein anderes Beispiel außerhalb Deutschlands zu nehmen. Ägypten ist drittgrößter Empfänger von US-Militärhilfen. Wir sehen ja, dass sich die Proteste dort aufgrund der Hoffnungslosigkeit der jungen Generation entladen. In der jungen Generation ist die Arbeitslosigkeit extrem hoch. Und ich glaube, es ist wirklich ein Gebot der Stunde, dass sich auch die europäischen Staaten und die mit ihnen Verbündeten für den demokratischen Wandel einsetzen und nicht nur daran denken, dass diese Staaten Garant sind zum Zugang zum Ölreichtum der Region. Zum zweiten Thema. Gestern am 30. Januar, das haben wir auch auf unserer Parteivorstandssitzung noch einmal bekräftigt, war ja der Tag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Hitler wurde zum Reichskanzler ernannt, der Reichstag wurde aufgelöst und dieser Tag ist für uns auch nochmal Anlass und Mahnung gewesen, aufzurufen, dass wir gemeinsam mit allen demokratischen Kräften am 19. Februar 2011 versuchen werden, den als europaweit größten Aufmarsch der Neonazis in Dresden geplanten Aufmarsch zu verhindern. Im vergangenen Jahr haben ja viele Vertreter unserer Partei zusammen mit anderen Bürgerinnen und Bürgern sich dort sehr engagiert den Nazis entgegengestellt. Es gab auch einige Strafanzeigen gegen Vertreter der Linken und in einigen Landtagen wird just noch vor dem 19. Februar über die Aufhebung der Immunität verhandelt werden. Ein Zusammenhang, auf den ich auch hinweisen möchte. Wir lassen uns davon aber nicht abhalten. Bis zum heutigen Tag stehen 140 Busse bundesweit bereit, um die Demonstranten und Demonstrantinnen nach Dresden zu bringen. Und natürlich haben auch die Mitglieder unserer Partei, die Abgeordnete sind dort, eine besondere Verpflichtung, um auch mit ihrem Status als Abgeordneter dort dafür zu sorgen, zu deeskalieren und den Demonstranten, die eben diesen Status nicht haben, auch zu helfen, zu bestimmten Plätzen auch zu kommen und dort ihre Position zum Ausdruck bringen zu können. Und wir haben uns vorgenommen, wir werden so lange gegen Nazi-Aufmärsche demonstrieren, bis es solche nicht mehr gibt. Zum dritten Punkt, Diskussion um die Frauenquote. Ein großes Magazin macht ja heute damit auf und greift die aktuelle Diskussion auf. Wir beobachten, dass es in der Bundesregierung einen Streit gibt zwischen verschiedenen Bundesministern und auch den verschiedenen Parteien. Die FDP ist dagegen. Ich möchte daran erinnern, dass als Angela Merkel vor etlichen Jahren Frauenministerin war, sie vor 10 Jahren zur freiwilligen Selbstverpflichtung aufgerufen hat. Das sind 10 verlorene Jahre. Es hat sich nichts geändert. Es gibt nur wenige positive Ausnahmen. Die Telekom hat jetzt als erstes DAX-Unternehmen eine Frauenquote fürs Management eingeführt. Und darum glauben wir, dass eine verbindliche Quote in der Wirtschaft überfällig ist. Die fordern wir auch, eine 50%-Quote. Aber
Die Forderung der Quote ist ja das eine. Es müssen auch Voraussetzungen geschaffen werden. Und diese Voraussetzungen sind erstens, dass Frauen auch in entsprechenden Berufen ausgebildet und gefördert werden, dass es Voraussetzungen gibt auch für entsprechende Arbeitsstellen, dass Frauen nicht in Minijobs abgeschoben werden und selbstverständlich, dass auch die Kinderbetreuung gewährleistet ist. Aber ich will auch sagen, allein das Betreuen von Kindern ist ja nicht die Hauptursache, warum Frauen nicht unbedingt Karriere machen können. Wir wollen also endlich ein Gleichstellungsgesetz für die private Wirtschaft. Diese Position unterstützen wir ausdrücklich. Der vierte Punkt, den ich angekündigt habe, war die Frage Stand der Hartz-IV-Verhandlungen. Aus unserer Sicht sind die bisherigen Verhandlungen eine Farce. Sie haben ja sicher alle verfolgt, dass man auch versucht hatte, die Linke aus den Arbeitsgruppen des Bundesrates auszuschließen. Das ist dann ja geändert worden, aber nun gab es neue Tricks. Es wurden Spitzengespräche einberufen und neben Gremien geschaffen. Die anderen Parteien haben sich in ihren parteipolitischen Gräben verschanzt und nur wir als Linke vertreten die Position der Betroffenen. Und wir haben auf der Sitzung des Parteivorstandes noch einmal bekräftigt, dass unsere Forderung ist, den Regelsatz auf 500 Euro anzuheben und der Zusammenhang mit dem gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro liegt auf der Hand und das ist richtig. Wir haben den Eindruck, dass die Verhandlungspartner, sowohl Grüne als auch SPD, die ja schließlich mit der Agenda 2010 Hartz IV erfunden haben, als auch auf der anderen Seite FDP und CDU, CSU, nicht die Absicht haben, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu erfüllen. Und wir gehen davon aus, dass auch das jetzige Verhandlungsergebnis, so es denn in den nächsten Wochen überhaupt zu einem kommt, wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Und wir werden Betroffene, wie wir das auch bisher getan haben, bei ihren Klagen unterstützen. Fünfter und letzter Punkt, einige Anmerkungen zu unserer Sitzung des Bundesvorstandes der Partei Die Linke. Wir sind ja, wie Sie alle wissen und ja auch begleiten in der Programmdebatte. Wir haben uns mit dem Thema Demokratie befasst und hatten dort als Gast Professor Edda Müller, die Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Wir haben gerade dieses Thema Lobbyismus besprochen. Und Sie wissen ja, dass wir als Linke auch im Bundestag dazu schon aktiv geworden sind, Lobbyisten raus aus den Ministerien, ein verbindliches Lobbyistenregister. Wir haben uns zum Thema Medienkonzept verständigt und wie wir auch uns als Partei im Internet, insbesondere zum Web 2.0, besser darstellen und vernetzen können. Und ich will Sie darauf hinweisen, dass wir mit großer Genugtuung zur Kenntnis genommen haben, dass für den Lima-Kongress Linke Medienakademie, der Anfang März stattfindet, schon über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich angemeldet haben. Die Lima ist kein Projekt der Linken als solcher, es ist ein eigenständiger Verein, wird aber von uns unterstützt. Das ging mal los mit 20 Leuten vor 8 Jahren, die sich beraten haben, wie kann man kleine Zeitungen machen, und jetzt ist man auf einem ganz anderen Niveau. Wir haben einen Beschluss zur Position der Linken zur Bürgerarbeit gefasst. Die Bürgerarbeit ist für uns nicht die Lösung, die uns vorschwebt. Wir haben gesagt, unsere Position heißt ÖBS, öffentlich geförderter Beschäftigungssektor, und wir unterstützen alle Bemühungen, wie es ja auch hier in Berlin der Fall ist, dass Bürgerarbeitsstellen entsprechend von den kommunalen von den Kommunen bzw. von den Landesregierungen aufgestockt werden. Wir haben erstmalig als Partei Die Linke einen Frauenpreis ausgelobt. In diesem Jahr jährt sich ja der Internationale Frauentag zum 100. Mal. Und wir werden entsprechend diesen Preis verleihen für entweder ein aktuelles Projekt, eine Initiative einer Frau oder auch das Lebenswerk einer Frau. Das wird am 12. März sein, logischerweise, einige Tage nach dem Frauentag, weil am 8. März so viele Veranstaltungen stattfinden, dass wir niemanden hindern wollen, an den dezentralen Veranstaltungen stattzunehmen. Letzter Punkt, wir haben
ein Steuerkonzept, was von verschiedenen Mitgliedern des Vorstandes vorgelegt wurde, einhellig beschlossen. Wichtig ist mir hervorzuheben, dass unser Steuerkonzept vorsieht, dass alle, die unter 6.000 Euro im Monat verdienen oder bekommen, ist ja häufig ein Unterschied, entlastet werden und erst wer über 6.000 Euro im Monat bekommt, wird belastet. So viel. Vielen Dank.